So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch. Wir sind jetzt noch in Spanien bei der Gräfin und haben gerade aus dem Mausoleum einen Schlüssel bekommen. Also in der letzten Folge haben wir diesen Schlüssel hier bekommen. Und ja, mal gucken, wofür der Schlüssel ist. Entweder ist das diese fehlende Figur, sieht fast wie eine Figur aus, aber nicht unbedingt wie eine Schachfigur, glaube ich. Aber vielleicht ist auch das der Schlüssel für den Eingang von dem Brunnen, weil der ist ja versiegelt. Vielleicht hat Hallo er ja schon eine Lupe, Idee, haben der... Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, vielleicht hat er jetzt eine Idee, wo der Brunnen schon ist. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein, ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Wo sind Haselnüsse? Da. Okay. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. Ach nö. An dem ganzen Verdacht. Dann müssen wir wohl nochmal mit ihm reden, dann gibt's vielleicht noch woanders Haselnusssträucher. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Zeige ich Ihnen mal den hier. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Aha. So, das Einzige, was mir einfällt, ist, wo wir da bei diesem Bullhills-Hügel da waren, also bei Bullhills waren, da war ja so ein Baum mit einem Zweig, aber ob ich da bis jetzt später, Lopez. Hin müssen? Adios, Senor Stobart. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hin müssen, oder? Nur für so einen Zweig mit so einer Y-Form? Dann muss es ja außerdem Haselnuss sein, anscheinend. Na, wir können hier wieder zurück. Ob das so eine gute Idee ist, da jetzt wieder hin? Warte mal, ich glaube, ich gehe lieber nochmal zur Gräfin. Der Hauptteil des Hauses. Okay. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte, bitte. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Was denken Sie, wenn Sie dieses verkohlte Tuch sehen? Dass Sie pyromanische Neigungen haben.
Okay, kommen wir nicht weiter? Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. So, wir brauchen einen Ast mit Y-Form. Und ich befürchte, wir müssen da wirklich... So, vielleicht ist das nicht der einzige Haselnussstrauch. Sieh dir doch einmal den Strauch vor dem Fenster des Nebenraums an. Okay. Also wir müssen gar nicht so weit weg. Ich wollte nur noch vorsichtshalber nachgucken, nicht, dass ich jetzt sonst wohin reise. Okay. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. So, jetzt haben wir einen. Und der passt. Okay, dann können wir jetzt hier zu Lupis gehen. Oh Mann, irgendwie peinlich, dass ich da immer auf so einen Tipp gucken muss. Aber... Naja, ist ja auch nicht immer so. Hallo Lupis, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, hier. So, jetzt habe ich meine Wünschelroute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Route an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Routenspitze deutlich liegt. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im 0, nichts gefunden haben. Oder auch erst in ein paar Stunden. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lupis wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da merkt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Ah, wir haben den Brunnen gefunden. Der ist ja anscheinend ja doch nicht versiegelt gewesen. Da hätte man also locker reinfallen können. So, da sind wir jetzt in diesem Brunnen und da ist dieser Löwenkopf. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ach George, was soll denn schon passieren? Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Ja, aber daraus wird leider nichts. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, eine der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Oh nein.
Oh, das schon, er ist jetzt bewusstlos. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart, sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada, Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. So, das haben wir überlebt. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ich glaube nicht. Warte mal. Wir haben ja auch das hier. Vielleicht klappt das damit irgendwie. Ich wünschte mir, es ist... Fühlt sich an... Ich wurde... Damit? Geh mal nach oben, was? Brauchen Licht. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber es ist wirklich finster da unten. Haben Sie eine Taschenlampe oder so etwas? Nein, meine ist gerade vorigen Monat kaputt gegangen. Mist, hier oben ist es so hell, aber das Licht geht leider nicht bis in die Ecken. Sieh, das Licht, es wandelt auf geraden Wegen. Ah ja, wir haben ja einen Spiegel. Ah, warte mal, genau, dann kann ich ja jetzt hier bis runter. Bis später, Lupe. Adieu. Wir haben ja den Spiegel schon. Okay. Wo platzieren wir den Spiegel denn mal? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung, so glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Und dafür ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Und nun? Was soll ich da jetzt machen? Es sind noch diese Bibelstellen, ne? Wahrscheinlich mit gemeint. Ah, Mist. Hätte ich die mir aufschreiben sollen? Oder haben wir die zufällig? Warte mal, ich mach mal. Standen oben die Zahlen X, I, V. Machen wir. Nehmen wir das als erstes mal. Also oben ist das hier dabei. X. Wo ist denn das? X. Ah, zu weit. So. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. Okay. Und jetzt das zweite wohl. So, das zweite ist XXV2. So. So, das haben wir. Und
noch jetzt VI. So, bleibt nur noch eine Stelle. Und dann noch L und dreimal das X und das I. Ich hoffe, das ist dann echt richtig. Ah, ich habe das Falsche genommen. Manu. LXX, und was war es noch? Oh. Sind noch mehr, was? Okay. Und rechts die 3 und dieses ISO. Oh Mann, das alles noch. Puh. Drei. Ich hoffe, das ist wirklich richtig, was ich da mache. Und die I 1, okay, die 1 dann noch. So. Eins XV und 2 XV. So, XV und 2, dann X2, 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 dann. X2, dann XXV ist das letzte, bin ich ja mal gespannt. X, X und V nur. Ich sehe dann, ja. So, das soll es gewesen sein. Und? Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Mann, oh Mann, wenn das jetzt falsch gewesen wäre, aber. Was anderes hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gewusst, was wir dann nehmen hätten können. Oh! Da haben wir einen Spielstein gefunden, den letzten von dem Schachbrett, der vierte. Hier ist das Schachbrett. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Oh, jetzt sind wir schon hier? Das ging ja schnell. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Okay. Ja, da waren die Kinder. Die sind da verhungert. Wieder in Nikos Apartment. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden?
Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoia. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Ja, und wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Ja, und über diesen Wallace gibt's auch einen Film mit Mel Gibson, Braveheart. Sehr zu empfehlen. Echt guter Film. So, wir fahren jetzt mit einem Zug nach Schottland. Können wir hier was machen? Zeit ist auch leider schon um. Dann mache ich einmal kurz Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.